Die A8 zwischen Ulm und Augsburg. Eigentlich ist Emil Trautmannsheimer von der Autobahnmeisterei hier auf Streckenkontrolle. Doch am Autobahnkreuz Ulm-Elchingen hat es gerade gekracht. In einem Baustellenbereich. Von 5 Unfällen, wo Rettungsgassen gebildet werden müssen, kommen wir vielleicht bei einem komplett durch. Die Polizei ist schon an der Unfallstelle eingetroffen. Emil Trautmannsheimer fragt einen Baustellenmitarbeiter, ob und wie er helfen kann. Chris, alles gut, oder? Ja, liegt ein bisschen was drauf, aber ha? Es liegt ein bisschen was rum. Warten wir mal kurz, was die Polizei sagt, ob man da was denken kann. Ja, dann nehme ich mal schnell den Besen. Nehme ich mal, geh mal vor. Hallo. Hi. Servus. Können wir es ein wenig weg da, oder? Bitte? Können wir es ein wenig weg da? Im Baustellenbereich sind ein Auto und 2 Lastwagen zusammengestoßen. Verletzte gibt es zum Glück keine. Emil Trautmannsheimer beseitigt die Trümmerteile. Das ist Wasser, oder? Das ist kühl, oder? Das ist Wasser, ich habe es auch gerade gerochen. Das ist Kühlwasser, ja? Ja. Das ist zwar ein Kühlmittel, aber ich tue trotzdem ein bisschen Ölbinder hin. Dass das nicht weiter laufen kann und dass die Unfallstelle geräumt ist, dann kann man der Verkehrsminister auf der zweiten Spur freigeben. Du, Chris, wie ist denn das passiert da? Keine Ahnung. Ich bin, was auch weiß ich nicht, war nicht da. Aber wenn du siehst, wo der kaputt ist. Ja, ja. Keine Ahnung. Freitag, Berufsverkehr. Kommt der für ihn, ja, wir haben jetzt das alles so weit gemacht. Jetzt kommt dann der, wo Ölbindemaschine hat. Weißt du, wo das ab denn? Dann fahren wir wieder. Ciao. Ein Bergungsdienst ist bereits unterwegs zur Unfallstelle und wird den Rest erledigen. Emil Trautmannsheimer macht sich auf den Weg, um den letzten Teil seiner heutigen Strecke abzufahren. Nicht, dass ich auch noch einen Unfall baue. Das passiert halt. Das ist halt so. Jeder fährt anders. Das ist immer das Wichtigste. Wenn niemand verletzt ist, da bin ich immer froh. Manchmal wird es nicht ganz wahrgenommen, so, aber es gibt schon viele, die wo also schon sagen, Jungs, das habt ihr gut gemacht oder das, den Job, wo es erst mal einer machen möchte. Und ja gut, für das sind wir ganz einfach da, die Straßenwärter. Deshalb haben wir den Beruf gewählt. Nach 2 Ausfahrten ist Emil Trautmannsheimers Kontrolle beendet. Am Montag fährt er die A8 erneut ab.